Hey ho, ich bin Permit Cat und ich begrüße euch hier zu Die Sims 4. Ja, richtig gesehen, ich wage mich auch an Die Sims 4. Warum geht jetzt die Musik aus? Genau dann, wenn ich so super begeistert anfangen möchte, hier meine Begrüßung runterzuleiern. Aha. Ich spiele Die Sims 4 und zwar dachte ich, ich mache eine Challenge, und zwar die Roomies Challenge, aber weil ich so ein Kacknoob bin, mache ich die mit wenig Regeln und total vereinfacht und ich stelle mir das mega, mega witzig vor und ich möchte jetzt auch gleich schon anfangen. Im Grunde habe ich einen Sim. Ja, genau dich. Einen Sim, den ich spielen darf und im Rest des und die anderen Mitbewohner, also es werden, glaube ich, irgendwie 8 Mitbewohner oder 9, ich weiß es nicht, darf ich nicht spielen. Die sind komplett freier Wille. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an, meinen Charakter zu erstellen. Ich muss ja erstmal klarkommen. Wie komme ich zurück? Hallo? Ich mache einen weiblichen Sim. Ups. Das Gesicht sieht... Was haben wir denn hier für Gesichter? Dieser gelangweilte Blick, den finde ich eigentlich sogar recht cool. Ich finde die rechts hier mega gruselig, die Gesichter. Die gucken einen so voll gruselig an, so, hey, hi du, na, was geht? Da, ich nehme den gelangweilten Gesichtsausdruck. Ja, mit schwarzen Haaren. Die sieht schon echt so, die hat schon so einen coolen Blick schon drauf, ne? Oh, jetzt geht's ans Schminken. Eigentlich brauche ich irgendwas, was ihren gelangweilten Look noch unterstreicht. Wangen. Oh. Leicht rosanen Touch. Nee, braucht sie nicht. Was ist denn mit sowas Dunklem? Ja, das hat auch was. Ja, das freut sie auch. Dann kommen wir zu den Klamotten. Oh, wieso sehen die Sims immer so fett aus? Oh nein. Bitte nicht die Hose über die Schuhe. Dann nehme ich doch die. Abendkleidung. Ja, das ist ganz schön. Nehmen wir das. Was hast du da auf dem Kopf? Wer hat dir erlaubt, das auf den Kopf zu tun? Bah. Bah. Weib. Bah. 3 Tage lang nicht geschlafen mit einem wunderschönen Lidstrich. Zack. Rosa Wänkchen. Wunderschön. Die ist wunderschön. Und natürlich noch irgendeinen wundervollen Lippenstift. Yeah, so wundervoll dann doch nicht. Sportkleidung. Mit so einem Herzchen, das ist ganz süß. Perfekt, perfekt. Schlafklamotten. Nein, man trägt doch zum Schlafen keine Socken. Zum Schlafen werden keine Socken getragen. Zumindest nicht bei mir hier. Und Schuhe auch nicht. Und warum hat sie eine Brille an? Vor allem zum Schlafen. Was ist los mit dir? Schlafen eine Brille, soweit kommt's noch. Partyoutfit. Ja, das ist definitiv ein cooles Partyoutfit. Damit ist man auf jeden Fall der heißeste Hund auf der ganzen Party. Ja, da kriegt sie schwarzen Lippenstift. Und Badekleidung. Na, das passt doch. Auf jeden Fall. Jetzt noch die... Du kannst wenigstens deine normalen Klamotten wieder anziehen. Ja. Jetzt noch die Stimme. Lynette! Lathora! Ihr Gang. Ja, machen wir einen femininen Gang. Den kann sie sich leisten. Doch, durchaus. Ihr Bestreben. Ich glaube, wir geben dir mal Wissen. Dieser möchte sowohl belesen als auch geschickt sein. Dieser möchte alles über Computer wissen, um Spiele zocken, bis hin zu Karrieren. Machen wir einen Computerfreak daraus. Sie, Lady, sind ein Computerfreak. Ein Merkmal. Naja.
Geek. Dann ein wenig kindisch. Und ein Bro. Das passt. Hannah, Annetta, Vanessa, Sandy, Vanessa, Lena, Saskia. Das sind immer die gleichen Namen. Und das sind auch Namen vom letzten Jahrhundert, ey. Okay, ich mache jetzt die Augen zu und drücke ganz oft auf Zufall. Und wenn ich die Augen aufmache und was auch immer für ein Name dort ist, der wird jetzt genommen. Sie heißt Brigitte. Darf ich euch vorstellen? Brigitte Sommer. Den Sim hätten wir. Also mein Standard-Sim ist fertig. Und bei den anderen gehe ich komplett auf Zufall. Darf ich vorstellen? Bewohner, also beziehungsweise Bewohnerin Nummer 1. Und sie heißt Laura Lörer. Willkommen in der Roomies-WG. Leider sind die hier nicht zufällig, das heißt, ich muss irgendeins von denen auswählen, deswegen mache ich wieder einfach Augen zu und... Natur! Die Frau ist Natur. Und jetzt wieder Augen zu und... Sie ist Angler-Ass. Merkmal, dann nehme ich einfach von hier ein Merkmal. Selbstsicher. Von hier ein Merkmal, von da, einfach von hier. Und sie ist Perfektionistin. Und liebt die Natur. Darf ich vorstellen? Luisa Kreitz. Zweite Mitbewohnerin in der Roomies-WG. Sie ist... Meisterin des Unfugs. Düster. Böse. Musikliebhaberin. Die nächste in der Roomie-WG ist Nadja Mertens. Wechseln wir mal hier zu den Männern. Dope and cooler. Der erste Herr in der Roomies WG, Ben Palm. Irgendwas. Der nächste Mitbewohner in der Roomies WG ist Jens Weißhaupt. Hui. Der nächste ist Christian Müller mit seiner unfassbar tiefen Stimme. Rede! Ich sagte Rede! Rede mit mir. Sakini Mixlen. Der nächste Mitbewohner der Roomies WG ist Mike Schwarz. Sims ist ganz allein für den Namen verantwortlich. Dieser Blick. Boah, der wird das ganze Haus verführen. Ich sehe es schon kommen.